Strömer, warum sitzen wir in Luftpolsterfolie? Das ist doch albern. Stell dich nicht so an, wir haben schon viel schlimmere Sachen gemacht. Geh los jetzt. Dicht am Deich die Weser runter, das Ziel fest im Auge, immer Kurs auf Grün-Weiß. Hier ist Deichfumms, volle Dröhnung fundiertes Fußball-Halbwissen. Klar soweit? Okay, über das Personal lässt sich streiten. Viel Hacke, wenig Spitze. Aber sonst viel Spaß. Geht los jetzt. Und damit herzlich willkommen, Deichfumms Folge 43. Ich bin Timo Strömer von der Deichstube. Mir gegenüber sitzt der Ömer Toprak von Fumms. Guter Typ, aber irgendwas ist da immer kaputt. Wir sprechen über den SV Werder Bremen. Stimmung ist super. Lars hat richtig Bock, dass wir hier in Luftpolsterfolie sitzen. Ich freue mich. Du nicht so. Wie sind deine Werder-Vibes, Lars? Meine Werder-Vibes waren gut, bevor ich diese Schutzmontur von dir verpasst gekriegt habe. Ja. Die wird für was gut sein, habe ich das Gefühl. Aber nee, eigentlich gut. Die grün-weiße Werder-Achterbahn fährt wieder. Genau. Wir sind jetzt gerade wieder da. Ja, hoch so, und runter. Weiß, was danach kommt. Nee, ich fühle mich eigentlich ganz gut. Ja, was soll der Aufriss hier? Weiß ich selber nicht so genau. Ich habe beim letzten Mal gesagt, wir könnten nochmal so eine Folge in Luftpolsterfolie machen. Ja. Für alle, die jetzt erwartet haben, die sweeten Deichfumms-Boys vielleicht in Frischhaltefolie. Womöglich war anders, heute nicht, heute Luftpolsterfolie. Hat natürlich eine Symbolik, ne? Wir sprechen darüber, wo steht der SV Werder Bremen? Jetzt Länderspielpause, gutes Timing, um auch mal ein bisschen ja, Bilanz zu ziehen vielleicht. Und da ist natürlich auch die Verletzung von Ömer Toprak ein Thema. Und das ist im Sinne unseres Ratgeberformats auch eine Empfehlung an die Spieler des SV Werder Bremen. Kleidet euch so, dann passiert da nichts. Also eine reine Schutzfunktion. Richtig, Ich hatte ein bisschen damit geliebäugelt, dass du eventuell jetzt andere Zielgruppen noch bei Pornhub abgraben willst mit irgendwie so Folienthemen. Ich wäre zu vielen bereit. Aber gut, ja klar, Schutzfunktion wird es wahrscheinlich, der gute Ömer hätte wahrscheinlich, hast ihm auch eine Rolle geschickt? Kommt, natürlich. Ist unterwegs. Und gilt auch für Leo Bittencourt, wenn er dann hoffentlich bald wieder fit ist. Solche Leute sollen bitte vorbereitet sein. Unbedingt. Auf die Dinge, die da kommen. Kleiner Stoßtest. Oh, ja, nichts gemerkt. Funktioniert 1A. Tipptopp. Ja, handwerklich super Gag. Ja. Toll. Nichtsdestotrotz, bei den 80 Grad, die da drunter sind, müssen wir hier gleich irgendwann raus, mein Freund. Wollen wir schon abreisen? Ja, lass uns kurz ablegen. Hat sich das schon erledigt? Lass uns kurz ablegen. Jeder für sich selbst, wenn es geht. Oh, da dreht die ohne den einmal ploppen zu lassen, das wäre nicht schade. Also da haben ja Kinder und auch erwachsene Menschen durchaus Spaß dran, diese Folie einfach so ploppen zu lassen. Ja, das machen die dann vielleicht anders. Ich komme da gar nicht richtig raus. So, das für alle, die das hören, das zieht sich jetzt wahrscheinlich. Das dauert insgesamt 2,5 Stunden. Ich glaube, ich hab's. Oh, so. Leute. Die Arme noch. Und dann geht das hier auch gleich wirklich los. Wir haben jetzt auch erst nur 3000 Leute weggeschaltet. Wir können ja trotzdem aber schon mal parallel. Ja. Das muss sich, also wer das jetzt im Auto oder so hört, das muss sich fürchterlich anhören. Müsst ihr kurz durch? Wirklich safe. So. Ja, ich weiß nicht, wer das hier gemacht hat. Du kommst da ja gar nicht raus. Nee. Ich bin schon fertig. Ja. Ich bin schon fertig. Wollen wir. Na, kriegst du es denn hin? Ja. Warte. Das hatten wir tatsächlich ein bisschen anders geplant. Ja. So, du hast schon angefangen. Ich nehme das mal auf. Du hast schon gesagt, Achterbahnfahrt, Rollercoaster. Werder ist ein Rollercoaster. Und wir wollen so ein bisschen Bilanz ziehen. Wohin führt der Werderweg? Was ist das jetzt eigentlich, was der SV Werder da anbietet? Warum gibt es immer diese Auf und Abs? Zuletzt 3:0 gegen den 1. FC Heidenheim, davor 0:3 gegen Dynamo Dresden. Das hatte ich schon wieder verkramt, wie das so schön heißt. Verkramt. Davor das 0:2 gegen Hamburger SV. Ja. Aber jetzt wäre da wieder voll in der Spur und ich tue mich wirklich damit schwer, das zu greifen, was da gerade überhaupt beim SV Werder los ist. Weil immer, wenn ich das Gefühl hatte, jetzt geht es in die richtige Spur, jetzt läuft's. Dann gab es eben so ein Spiel wie gegen Dynamo Dresden. Ja. Und jetzt ist wieder, ich bin ja bekanntlich das Fähnchen Wind, jetzt die Stimmung wieder Bombe. Wieder alles toll. Habe ich gehört, ja. 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 Warum ist die Stimmung Bombe? Das bleibt mal ganz kurz am Anfang. Weil die Ultras zurück sind.
Die Ultras, ach so, ja, das kann man natürlich wirklich so sagen, sind ja wieder da, ja, und die sind ein großes Fund natürlich auch, ja, für den SV Werder Bremen. Der Support großartig gegen den ersten FC Heidenheim. So sieht das Ganze dann aus. Toll. Darüber freuen wir uns und das ist natürlich auch ein Grund anzustoßen. Das obligatorische Heringedeck. Hast du mitgekriegt, dass sich Leute, die das gucken, schon so ein Heringedeck bereitlegen, wurde uns geschrieben, um das mit uns zu joinen. Enjoin. Wow. Cool, oder? Findest du nicht? Ich finde, das bringt nochmal andere Vibes hier rein irgendwie. Das ist, da ist einfach, da ist eine Connection. Ja, Leute, Connection. Hier, ich biete dir das mal an. Vielen Dank fürs Angebot, ich nehme das Angebot an. So, und wir sollten dann gleich mal... Ja. Erstmal Cheers, Wohlsein. Wohlsein. Cito, schön, dass du da bist. Auf 3 Punkte. Mhm. Trinke ich besonders gerne auf 3 Punkte. Nicht besonders oft, aber besonders gerne. Und das, was ja dann hoffentlich noch kommen wird. Nächstes Spiel gegen den SV Darmstadt 98. Aber erstmal Länderspielpause. Also wir können erstmal durchatmen. Machen wir an dieser Stelle. Na, Länderspielpause auch. Magst du gar nicht, ne? Mhm. Regst dich immer auf. Spätestens irgendwie samstags abends an so einem Länderspielwochenende kommt der erste Tweet irgendwie, oh, ist das scheiße und so. Finde ich für dich, das ist wegen, das ist hier wegen Wattenschein 09, ne? Ja, das stimmt. Das ist wegen hier. Ja, vielleicht hat die eine oder andere Sportwette auch. Oder machst du das dann eh, machst du das international auch? Nein. Ach so, nein. Okay. Also Länderspiele schaue ich, ja, dann im Zweifel doch, aber nee, kickt mich nicht so richtig. Okay. Brauche ich eigentlich nicht. Ich will den SV Werder spielen sehen. Insbesondere dann, wenn es so läuft wie zuletzt. Wir schauen mal auf die Tabelle. Der SV Werder Bremen auf Platz 8 mit jetzt 14 Punkten. Tabellenführer der FC St. Pauli, dahinter Jan Regensburg, SC Paderborn auf Platz 3. Tabellenletzter der FC Ingolstadt. Lassen wir mal kurz so ein bisschen wirken. Ich will drauf hinaus, wer da jetzt im gehobenen Mittelfeld mit Tuchfühlung ja, auf die oberen Ränge. Du! Mittelmaß. Ich habe grundsätzlich kein Problem mit Mittelmaß. Ja. Andere Liga wäre halt geil. Ne? So, das ist halt ein bisschen das Problem. Aber aktuell ja alles so ein bisschen so, wie wir uns das auch im so Vorfeld gedacht haben. Denken. In mal einer Folge, in einer mal, wieder mal, ja. Ich frage mich wirklich, ja, warum ist diese zweite Liga so eng? Warum kann da jeder jeden schlagen? Warum verliert Werder 0-3 gegen Dynamo Dresden? Der FC St. Pauli schlägt Dynamo Dresden dann wiederum sehr deutlich. Werder verliert gegen HSV, nagelt dann den Tabellendritten bis dahin, den ersten, ja, FC Heidenheim weg. Ja. Warum ist das so? Ernsthaft, gibt es dafür eine Erklärung? Wie kann das sein? Dafür gibt es keine Erklärung. Ich meine, die Gemengelage ist da gerade so. Ich sag mal, andere Ligen und auch die Bundesliga war ja auch mal näher beieinander. Ne? Ich meine, das ist zwar in der zweiten jetzt gerade extrem, wie du schon sagst. Eigentlich kannst du aktuell momentan nicht so wirklich gut sagen, wer da am Ende als Sieger vom Platz geht. So. Außer St. Pauli, finde ich. St. Pauli finde ich gerade echt krass. Ja. Aber ansonsten, ja, ist das alles irgendwie dicht beieinander. Und ich meine, das, wenn es eine gute Nachricht gibt, wenn es eine wirklich gute Nachricht gibt für uns, finde ich, dann ist es die. Ich finde das wirklich gut. Ich hatte erwartet, dass es eventuell 1, 2, 3 klare Mitkonkurrenten gibt, die sich schon mal klar, am Anfang schon mal klar ein bisschen distanzieren von uns, nach oben. So. Okay, ja, dann ist es ist ja aus deiner Sicht erstmal ganz gut gelaufen. Ich kann da wirklich schwer mit um, dass es diese Auf- und Abs gibt. Ich kann das wirklich schwer greifen. Wär dir lieber konstant Abs, oder was? klar. Okay. Besser als konstant Downs. Aber ich finde es wirklich schwierig und ich verstehe nicht so wirklich, warum das da so eng ist und auch warum wer da ja, diese Leistungsschwankung hat. Also Sachen, das Spiel, die du nicht verstehst, sind einfach nicht dein Ding. Du willst einfach immer alles verstehen. Ich, ne, will alles wissen. Ich, ja, will alles wissen und ich, ja, tue mich schlimmer schwer damit. Peter Lustig. Warum kann Werder Bremen gegen Dynamo Dresden so auf die Fresse fallen? Also da waren ja Paderborn-Vibes und ich habe hier oft genug betont, wie sehr mich dieses Spiel gegen den SC Paderborn 07 runtergezogen hat. Sitzt du wieder vorm Fernseher oder im Stadion oder sonst wo und denkst dir, pff, was ist das denn jetzt? Ja, aber ich denke, wenn wir kommen ja wahrscheinlich nachher noch, Aufstellung bzw. System ist ja, ja, oft gerade ein, ja, großes Thema. So. Also ich glaube, wenn Markus Anfang, der erste große Gegner für Markus Anfang ist, glaube ich, oder der zweite große Gegner nach der Transferphase wird die Systemfrage sein. Ich meine da am Wochenende durchaus so ein paar Verschiebungen oder Anpassungen, zwar im gleichen Rahmen, im gleichen System, aber ein paar... Du bist ja vorbereitet, Lars. Ja, das habe ich ausnahmsweise gemacht. Ich dachte, ich muss hier, ja, alles gut.
durchaus ein paar Verschiebungen gesehen zu haben, ein paar Personalien, mit denen mal so ein bisschen flexibler gearbeitet wurde. Und insgesamt, glaube ich, hatte das eine größere Stabilität, würde ich sagen, als die Male davor. Und wenn du jetzt Dresden ansprichst, finde ich das einen expliziten Unterschied. Das ist ja diese Mischung aus 4-3-3 und 4-2-1-2. So. Du hast von nassen Helm auf. Klar. Ja, genau. Und ich glaube, dass er die diesmal tatsächlich ein bisschen kompakter dahingestellt hat als davor. So, also ich bin immer gut damit beraten, wenn ich nicht weiter weiß, dann frage ich Experten, die sich damit auskennen. Das bist in der Regel nicht du, sondern also, absoluter Vollexperte ist Viktor Skripnik, Ex-Werder-Trainer. Und wenn man den aktuell fragen würde, was da überhaupt los ist in der zweiten Liga und mit dem SV Werder Bremen, dann könnte er das hier sagen. Wir sind nicht im Wolken da und wo. Wir wissen, dass unsere Realität, wir tanzen von dieser Sache. Einmal klappt das nicht. Ja, so ist Leben und so ist Fußballleben. Ne? So ist Leben, so ist Fußball eben oder Leben, habe ich nicht ganz genau verstanden. Ah ja, genau, könnte beides sein. Stimmt, ja, habe ich schon vergessen. Traum, der Mann. Ehrlich. Da sind im Archiv, gibt es da ein paar richtig, richtig geile Weisheiten von Viktor Skripnik. Ja. Also da werden wir, glaube ich, in den kommenden Folgen noch das eine oder andere ausgraben. Ja, mag dem einen oder anderen dann vielleicht tierisch auf die Balls gehen. Ich fand das erstmal so gut. Also damit ist eigentlich alles gesagt. Analyse abgeschlossen. Fand ich gut zusammengefasst so insgesamt. So können wir auch Schluss machen. Alright. Danke, tschüss. Ist geklärt. Haut rein. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen. Auf tschüss. Natürlich nicht. Apropos Analyse. Hast du schon mit angefangen, ne? Hast du mitgekriegt, dass es die These gab, dass das System, das 4-3-3 von Werder-Trainer Markus Anfang entschlüsselt sei, worden sein könnte? Heißt es, ja. Ja. Von Heidenheim nicht. Von Heidenheim nicht. Haben wir 0-3 verloren. Findest du das auch, dass der Trainer zu durchsichtig ist in seinem System und zu starr? Ich habe es ja gerade schon. Ja, hast du ja schon. Ich habe es ja eigentlich gerade schon ein bisschen angerissen. Ich finde, dass er genau, als er einfach langsam damit angefangen hat. Also ich glaube, das nicht irgendwie entschlüsselt und so weiter. Wir haben jetzt ein paar Spieltage und du musst mal ein bisschen was ausprobieren. Dann legst du dich ein bisschen fest, gehst auch nicht davon weg, guckst, was du für Personal hast. Jetzt wird da noch mal ein bisschen, rotiert und mit Mitchell Weiser ein bisschen anders gearbeitet, mit Dingschi, der dadurch anräumen hat, anders gearbeitet und du hast einfach eine andere Stabilität da drin, ohne dein System zu verändern. Ich fände es auf der anderen Seite, was wäre hier los? Wieder, wenn sofort alles geändert wird, der hat ja gar keinen Plan, der probiert irgendwelche Systeme durch. Ich glaube, er kann mit diesem System, was er favorisiert, in die eine oder andere Richtung mit dem Personal, was er zur Verfügung hat, wirken. Und ich glaube, dass er jetzt am Wochenende ein bisschen was ausprobiert hat, was sich ein bisschen unterschieden hat zu den Wochen davor. Und ich glaube, dass das erstmal gut aussah. Ich will damit nicht sagen, dass das Spiel nicht hätte auch anders laufen können. That's the point. So, unbedingt. Aber da muss man ja auch mal sagen, der hat gewonnen, er hat 3 Tore geschossen, er hat 3 Punkte geholt. Also da will ich jetzt nicht irgendwie jetzt um die Ecke kommen und sagen, ja gut, hätte aber ja auch alles ganz anders gemacht. Ne, das machen wir dann auch noch irgendwie genau. Der Rückrunde noch ein paar Mal. Aber glaube ich nicht. Also entschlüsselt, was ist da, um es gehässig zu sagen, was soll da Großes gewesen sein, was entschlüsselt worden ist? Also so rum kann ich da ja auch rangehen. Also das glaube ich nicht. Das sagt der Coach auch. Ich will noch kurz was dazu sagen, weil wir haben ja hier regelmäßig diese Aufstellung gemacht. Ne? Und ich glaube sogar vor der Saison oder als Mitchell Weiser da war, haben wir ihn in unserer Aufstellung vorne rechts spielen lassen. Und da gab es zwar da Kommentare, sei ich bescheuert, Mitchell Weiser vorne rechts, was soll das denn? Ja, Freunde und Freunde. So. Deichfumms mal wieder überaus weitsichtig. Absolut. Wir hören mal rein, was der Trainer zu dem doch schon Vorwurf gesagt hat, sein System sei zu durchschaubar, / bereits entschlüsselt. Ja, habe ich auch so ein bisschen mitbekommen, entschlüsselt werden. Weiß ich nicht, entschlüsselt heißt am Ende des Tages, dass der Gegner immer wieder eine Lösung auf das hat. So, das hat eigentlich dann gefühlt jeder, aber es geht halt immer wieder um die Umsetzung. Aber du kannst, weiß nicht, ob es entschlüsselt ist. Also beschreib mir mal Ian Robben, was er gemacht hat. Von der rechten Seite nach innen gezogen aufs lange Eck, ist der jetzt entschlüsselt? Wie viele Leute haben den verteidigt? Wie viele Tore hat er trotzdem gemacht? Also jeder wusste es, aber keiner konnte es verhindern. Also sagen wir, okay, die haben ihn nie entschlüsselt. Ja doch, wir haben es eigentlich alle gewusst, aber er war einfach zu gut, er hat es einfach zu gut gemacht. Also du bist immer in der Umsetzung, du bleibst immer an der Umsetzung hängen. Werder wie Arjen Robben. Genau, der Vergleich beruhigt mich, muss ich sagen. Ja, aber ist natürlich super argumentiert, sowas gefällt mir immer. Wirklich. Also es ist wirklich ein sehr gutes Argument, weil er sagt, du kannst natürlich entschlüsselt worden sein, wie du willst, wenn du es handwerklich gut machst.
dann kannst du es nicht verhindern. So, also deswegen ist das Beispiel mit Ayan Robben ja sicherlich das kein doofes. Funktioniert dieses komplette Ding hier, was wir hier machen. Wir haben hier noch gar nicht den Shorty weggenagelt. Also. Dürfen wir mal eben bitte kurz? Darf ich dich nochmal bitten? Ist ja aus Luftpolsterfolie gemacht? Weniger Luft drin. Also man wird hier ja immer wieder überrascht, was da so drin ist. Toll, also unser 40-köpfiges Team hat sich da wieder richtig was einfallen lassen, rund um die Sendung. Dazu gehören auch die Getränke. Cheers! Weißt du, was ich mir überlegt habe? Wir machen ja so ein bisschen Bestandsaufnahme. Wohin führt der Werderweg? Wollen wir Tops und Flops machen? Das finde ich eigentlich ganz gut. Das ist immer super. Also jeder, ja, jeder, das ist immer super. Ein bisschen ein paar Insights. Also für diese kreativen Formate auch mal Kompliment an den Kollegen. Ist ja der Herr Strömer zuständig, der quasi immer so ein bisschen was vorbereitet. Und das Tolle ist, wenn so eine tolle Geschichte jetzt kommt, wie meine Tops und meine Flops, dann kriege ich das so ein bisschen einfach quasi im Vorfeld schon mal zur Vorbereitung zugespielt. Ja. Das Problem ist halt, dass Strömer sich dann eigentlich auch schon seine Flops und Tops rausgesucht hat. Das heißt, ich kann mich dann um den Rest irgendwie kümmern, der noch vom Schützenfest quasi übrig ist. Und insofern, so sieht das dann jetzt hier auch aus. Aber ich habe mir natürlich, ich bin in meinen Gedankenpalast rein, habe natürlich noch ein paar Sachen gefunden. Aber es ist eine sehr gute Idee. Ja, Tops und Flops. Du hast dann sicher auch gemerkt, dass ich total unschlossen bin. Also auffällig erstmal, dass ich bei den Flops ist mir eine ganze Menge eingefallen. Ja. Bei den Tops weniger. Da kommt man sich immer so schäbig bei ja, vor, ne? Ja, wirklich. Das ist auch mal auch so ein Meckerpot wäre. Also ich schlage mal vor, wir fangen mit den Flops und mit den Tops. Womit fangen wir an? Dann mit den Flops. Fangen wir mit den Flops, und damit, damit wir dann noch so eine positive Nachricht haben. Ja, perfekt. Also ich fange mal an mit meinem, also von hinten nach vorne, ne? Erst, also Top 1, Top Flop 1 kommt als letztes. Aber mir sind die gar nicht gerankt, bei mir ist das Achso, okay, ich versuche mich mal zu ranken. Probier mal, ich versuche mal einzuranken, ja. Und bei den Flops auf Position 3 hatte ich da irgendwie mehrere parat. Mai fand ich schon ein Stück weit enttäuschend, relativiert sich jetzt aber wieder ein bisschen. Bis vor zwei Wochen hätte ich noch Friedel gesagt. Das Thema ist für mich jetzt aber durch, will ich auch nicht weiter drauf rumreiten. Wir haben dir verziehen, ich zumindest, Marco. Mach einfach so weiter, mach Tore und dann, wer will dir noch böse sein? Auf Position 3 für mich, ich bleibe bei diesen Verletzungen, dass immer Toprak immer wieder verletzt ist und man hat immer wieder die Hoffnung, naja, jetzt, wie oft ja, soll er noch verletzt sein? Hat sich dann irgendwann erledigt. Dann ja vielleicht demnächst mit der Luftpolsterfolie. Ja. Für mich, ja. Dauerthema Verletzung, insbesondere bei Ömer Toprak, Flop 3, nervt. Ja. Ja. Alter. Geht so. Mir ich habe bei der Durchsicht gesehen, es ist zwar die einzige Übereinstimmung, aber geht mir ganz genauso. Es ist einfach ein bisschen frustrierend, mischt sich einfach auch, ist so eine eigene Achterbahn wieder, die auf so einem Low-Level irgendwie unterwegs ist, aber es nervt wirklich jedes Mal wieder grandios und du denkst einfach, du kriegst dadurch auch schon so einen eigenen negativen Vibe, weil wenn du einen von diesen Menschen siehst, wie er wieder aufs Feld läuft, ist dein erster Gedanke schon gleich wieder, Luftpolsterfolie, Mann, Luftpolsterfolie! Genau, und das ist bitter, insofern bin ich da völlig bei dir. Dein Flop 3, bitte. Ja, der. Die, echt? Ja, gehst du gleiche, mit, oder was? Der gleiche, den gehe ich mit. Das ist der einzige, den ich mitgehe. Okay, so dann Flop 2 habe ich mich ein bisschen schwer getan. Ich habe erst gedacht, es ist die Dauerbaustelle 6er-Position. Nervt ja auch tierisch. So, immer noch keine richtige Lösung. Ich will aber an der Stelle Roger Assale, a.k.a. Roger Assale. Roger Assale. In den Ring werfen. Psst. Weil ich hier auch vor Wochen gesagt habe, interessantester Neuzugang, weil man nicht so, ich zumindest nicht allzu viel über ihn weiß. Ja. Dann gab es dieses katastrophale Spiel gegen Dynamo Dresden. Da hat er wirklich keine gute Figur abgegeben und ich habe so leichte Chong-Vibes, dass das so in die Richtung gehen könnte. Deswegen Roger Assale, Platz 2 meiner Flops, Stand jetzt. Okay. Immer ganz wichtig, übrigens, Stand jetzt. 9 Spieltage absolut, gespielt. Absolut. Macht er in 3 Wochen 4 Tore oder gute Spiele, wie ich dir erst gesagt, ist mein Top. Kann er nächste Woche gerade auslaufen, ist Strömer der Erste, der sagt, hey, ja. Wander drüber. Ja.
Meine Nummer zwei bei den Flops ist die Einlasssituation bei unserem Verein, bei Spielen wie am Wochenende, wo tatsächlich Leute kommen. Ich dachte, du meinst die Einlaufsituation. Nee, die Einlaufsituation, nee, überhaupt nicht. Die Einlasssituation, die doch irgendwie doch so wieder so ein bisschen widerspiegelt, dass man dann am Tag des Spiels irgendwie morgens realisiert, ah, da kommen heute wirklich dann wieder auch Leute. Okay. Das war teilweise wirklich, das ist ja richtig deep, war teilweise sehr haarsträubenvoll, so, ja. Hat glaube ich dann alles geklappt, irgendwie, es wird ja, ich glaube, Spiele werden auch nicht mehr, Anpfiffe werden glaube ich nicht mehr verschoben, ich glaube, das ist so 90er Jahre, also nicht verschoben im Sinne von verschoben, sondern später angepfiffen. Aber die Einlasssituation rund um das erste Spiel, ich weiß gar nicht, war die Auslastung, war die jetzt komplett? Nee, 30.000. 30.000, ne? 30.000. Also da möchte ich komplett dann eigentlich gar nicht sehen. Ich hoffe, dass die nicht alle irgendwie auf Kurzarbeit sind und gar nicht irgendwie auch alle wiederkommen, sondern... Werden wir gegen den FC St. Pauli vermutlich erleben. So, ich glaube, da ist insofern, volle Hütte, ja. 30.000. Gar nicht größer draufhauen jetzt, aber das war auf jeden Fall ein bisschen, wie erwartet, bitter. Okay, ich will noch kurz was abspielen zu Roger Asale. Ja, auf jeden Fall. Weil der Trainer... den ja völlig zu Recht und völlig in Ordnung in Schutz nimmt. Und ich, ganz wichtig, ich will mich jetzt nicht daran aufreiben, dass er ein richtig schlechtes Spiel gemacht hat. Das ist auch nicht das Format hier für Einzelschelte. Nee, überhaupt nicht. Aber wo wir bei Tops und Flops sind, da habe ich ihn mir jetzt einmal rausgegriffen und dann muss er jetzt auch da durch. Ja. wirst du verkraften, Roger. Das hat der Trainer zu Roger Assalé gesagt. Dass die Szenen sicherlich nicht glücklich waren und dass das... wie ich das eingangs gesagt habe, bei einer Analyse nicht angenehm ist, wenn du das dann siehst. Das war auch für ihn nicht angenehm, logischerweise. Aber wir müssen es ansprechen. Wie wir das mit ihm machen, ist halt, wir versuchen ihm das halt auch immer wieder mit einem Dolmetscher dann nochmal zu erklären. Also so alle Inhalte, die wir vorbereiten auf das Spiel, alle, die wir nachbereiten von dem Spiel, die wird er mit der gesamten Mannschaft nochmal besprechen. Das heißt, also wenn wir eine Ansprache halten, dann ist er komplett bei der Mannschaft dabei und zusätzlich bekommt er das nochmal alleine erklärt, dass er versteht, um was es geht, genauso wie er daran arbeitet, dass er ein bisschen besser Deutsch spricht, dass er es ein bisschen besser versteht. Er versteht schon einiges, aber da müssen wir halt ein bisschen aufpassen. Ist jetzt dazugekommen, hat natürlich jetzt auch nicht so eine lange Vorbereitungsphase gehabt wie vielleicht viele andere und wir müssen ihn nach und nach dahin bringen, dass er dann auch mit seiner Qualität helfen kann, dass wir dann auch vielleicht das eine oder andere Spiel dann mehr gewinnen. Und ich glaube, das kriegen wir auch hin. Und dann glaube ich das auch, wenn der Trainer das sagt. So, und dann sitze ich hier in ein paar Wochen und sage, mein Top, absolut, Roger Asale. Außerdem ist er auch der Einzige noch im Kader, bei dem sich auch noch die Co-Karriere anbietet, dass er noch ein ins große Bierbrauereigeschäft geht, ne? Mit Roger Ass. Richtig. Ja. Ein ganz hervorragendes Ale. Ein ganz hervorragendes Ale. da freuen Sie sich, beide. Super. So, Flop, Flop, Top, Top, Flop. Fang du mal an. Du hast es gerade tatsächlich angerissen, das ist jetzt tatsächlich großer Zufall, aber die Information, dass Werder eigentlich gar nicht an einem Sechser interessiert ist, die hat mich doch schon schockiert, muss ich sagen, in den vergangenen Wochen. Also das Sechser-Thema, jetzt mal ohne Gehässigkeit, aber die absolute aus meiner Sicht, die Notwendigkeit und auch die offensichtliche Bedürftigkeit, die Werder hat an dieser Position, bei gleichzeitiger Kommunikation, ja, ist alles nicht so wild und manchmal brauchen wir den vielleicht auch gar nicht so richtig, können doch auch Leute spielen, die wir schon haben. Das hat mich tatsächlich in dieser Saison bis jetzt so am meisten nicht runtergezogen. Sowas passiert nicht mehr, aber doch, das war schon so ein Dämpfer, so, wo ich gedacht habe, okay. Clemens Fritz hat es nochmal gesagt, nach dem Ausfall von Christian Groß hat man mal geschaut, kann man vielleicht auch einen vertragslosen Spieler verpflichten. Aber das ist alles nichts, die brauchen zu lange, bis die dann wirklich helfen können. Ich übrigens auch was mit anfangen. Ne? Das finde ich übrigens auch. Man muss auf Teufel komm raus jetzt genau, irgendwie. Genau, nur um was zu machen, zu machen, das war noch nie eine gute Idee. Es dreht sich um Luftpolsterfolie. Hier ist das okay. Ja, genau. Ja, sehr gut. Und ja, überhaupt da im Mittelfeld. Also Bentaleb war zum Beispiel auch nie in der Transferphase jetzt in der letzten ein Thema. Also Werder hat das dann sehr schnell von sich gewiesen. Ja. Und ich will nicht sagen kein Interesse, aber sieht keine Möglichkeiten, da jetzt noch was zu tun und offensichtlich auch keine Notwendigkeit. Ja. Okay, das nervt dich, verstehe ich. Mein Flop und ich kann gar nicht anders und mir tut es in der Werder-Seele weh, Niklas Füllkrug. Niklas Füllkrug, die Performance, die Torlosigkeit, da klingelt nochmal kurz das Handy, entschuldige bitte, das ist natürlich echt bitter, ne? Also was der für Dinge auf dem Fuß hatte und dass er das Tor absolut nicht trifft.
sorry Lücke, aber für mich Stand jetzt, ganz wichtig, Flop. Ich bin ein bisschen schockiert, weil ich das überhaupt nicht mehr auf dem Schirm hatte und ich ein bisschen Angst habe gerade, dass ich den vielleicht schon abgehakt habe. Offensichtlich, ja. Offensichtlich. Ja, also das ist wirklich bitter, aber ich bin ja ein positiver Typ, ich bin guter Dinge, dass Knotentheorie, macht er ein, ja. Macht er, ich wollte sagen 10, vielleicht alle. 5. Vielleicht 5. Macht er einen, macht er vielleicht noch einen. Ja, so ist es. So, hattest du deinen Top-Flop? Hattest du schon, ne? Du hast ja angefangen. Ja. Ja, haut doch mal bitte in die Kommentare eure Top-3-Flops. Unbedingt. Boah, ihr wisst ja, was ich meine. Unbedingt. Und jetzt kommen wir nämlich zu auch den Tops. Kommen wir zu den schönen Dingen. Ja. Rum im SV Werder Bremen. Ja. Darf ich das Mikrofon hier einmal eben noch irgendwie habe ich das Gefühl, dass das wackelt hier alles und das ist irgendwie nicht so richtig. Ich glaube, es gibt eins, was permanent absagt, aber ganz, ganz langsam. Ja, ne, ist so. Fang du mal an. Dein Top 3. Also Nummer 3 der Tops ist Niklas Schmidt. Ja. Einfach so, ganz trocken. Ist eine Personalie, die ich so nicht auf dem Schirm hatte, wo ich sehr, sehr viel mit anfangen kann, was ich da teilweise so sehe. Irgendwie, also insgesamt so dieser ganze Typ, irgendwie finde ich ihn lustig. Da ist gar nicht viel mehr zu sagen an dieser Stelle, aber das ist für mich auf jeden Fall ein ganz klarer Top-Kandidat. Und wenn man mich fragen würde, so die Mannschaft betreffend, wer sticht für dich am meisten heraus? Wo hast du am meisten empfunden, wenn du was gesehen hast? Und das ist der Kollege Schmidt für mich. Mhm. Will ich jetzt nicht vorwegnehmen, habe ich auch dabei. Oh, cool. Und switch jetzt kurz. Für mich, ja. Platz 3 der Tops bis jetzt, das Ultra-Comeback. Schon geil. Schon einfach was ganz anderes. Wir haben es anfänglich einmal kurz eingespielt. Das ist einfach ein ganz anderer Schnack, wie wir hier im Norden sagen. Das macht schon Bock. Also wenn da wieder richtig Feuer unterm Dach ist und ich bin dann sehr gespannt auf das Spiel gegen den FC St. Pauli nächstes Mal. Hast du was mitbekommen oder auch mal für die User, für euch Hörer und Gucker mal die Frage, wisst ihr eigentlich alle, ob die quasi so in voller Stärke im gleichen Kreise so zurück sind, wie sie irgendwann gegangen sind? Ich habe von anderen Vereinen ganz, ganz, ganz viel und vermehrt gehört, dass es ganz, ganz viele Leute in der aktiven Fanszene bei den Ultras gab, die in diesen 2 Jahren gemerkt haben, dass es da noch andere schöne Sachen gibt. Okay. Und gar nicht, teilweise gar nicht wirklich damit liebäugeln, großartig da jetzt wieder einzusteigen. Ich weiß gar nicht, was bei uns der Fall ist. Ist jetzt wahrscheinlich auch, gibt keine direkte Antwort. Falls jemand was dazu weiß, gerne mal eine Info. Das würde mich nämlich sehr, sehr interessieren. Aber du hast natürlich völlig recht. Und das war nichts ohne. Also ich bin nun auch wirklich Anhänger der These, suchst du was? Mein Handy klingelt hier die ganze Zeit, also macht irgendwie so bing, bing, bing. Ich habe es nicht ausgestellt, sorry. Ja, und ich glaube, es ist mir hier auf dem grünen Telefon anrufen. Ich glaube, es ist mir hier in die Sofaritze gerutscht. Ist es wirklich in die Ritze gefallen? Hat sich hier irgendwie verselbstständigt. Ja, weiß ich nicht. Hier, guck mal. Unser Gast meldet sich schon und sagt, ich habe noch keine E-Mail. Ja. Okay. Wir ziehen durch. Ja. Auf jeden Fall hast du völlig recht. Ganz anderes Ding wieder, ne? So, stimmt. Wir waren bei Top 3, ne? Ja. Richtig? Richtig. Top 2. Ich mache jetzt mal. Mein Top 2, kürze ich dann ab, ist nämlich auch Niklas Schmidt. Mhm. Mega. Hätte ich so überhaupt nicht erwartet. Er selbst wahrscheinlich auch nicht. Hat jetzt seinen Vertrag verlängert. Bombe, Niklas. Keep going. Wenn wir beide das gleichzeitig sehen, dann ist da auch was. Kannst du mir sagen, was sehr du cool. Willst. Bei mir Nummer 2, Zetterer-Experiment, wohl geglückt. Auf Thema Torwart kommen wir ja wahrscheinlich noch gesondert heute, aber ja. Ich war zu Beginn nicht so richtig sicher und bin mir mittlerweile zumindest dessen sicher, dass es richtig ist, aus Trainersicht da jetzt aktuell dran festzuhalten und durchzuziehen. Boah, interessant, müssen wir noch drüber sprechen. Ja. Kommen wir zu den User-Fragen da? Zu dem Thema? Ja. Dann spare ich mir das, was ich dazu zu sagen habe, auch wenn es vielleicht keiner hören will, aber habe ich was zu sagen. Dann sind die meisten raus schon. Ja, ist so. Top 1 geht gar nicht anders, Leute. Marvin Megaduksch. Was ein Typ. Ausstrahlung, Präsenz, Leader, Torjäger, Torschütze, Eckenschütze, alles in einem. Marvin Duksch ist der Terminator des SV Werder Bremen 2021/22. Maschine. Da rumort es so richtig. Hast du das gehört? Kann sagen. Wow. Willst du die Folie nochmal wieder anziehen? Bester Mann. Absoluter Top. Und ich war vorher durchaus skeptisch, mehr als 3 Millionen Euro für den zu bezahlen. Ganz schönes Pfund in der zweiten Liga. Ja, nimm 5.
Marvin, nimm ja, 5. Da muss ich mir leider selber auf die Schulter klopfen. Ich habe direkt zu Anfang, glaube ich, auch hier gesagt, dass das genau der Transfer ist, auch in seinem Umfang kostenmäßig, den man dann stemmen muss, wenn man den stemmen kann als Werder Bremen. Was er da so tut und mit welcher brillanten Abgezocktheit teilweise er da zu Werke geht, gefällt mir schon auch. Wirklich sehr gut. Finde ich auch mega. So, jetzt bin ich auf deinen Top gespannt. Du, das ist gar nicht so spektakulär, aber ergänzt das noch so ein bisschen, weil es gibt da ja tatsächlich so ein paar Leute, die sich hervortun. Und ich bin mein persönliches, weißt ja da, wo so meine Vorlieben liegen in dem Bereich. Und mein persönliches Highlight ist eigentlich so ein bisschen die Außendarstellung von Markus Anfang. Ich finde so, wie er auftritt, wie er reingekommen ist, unter welchen Bedingungen er auch diese zum Beispiel diese erste Transferphase quasi hingenommen hat und ohne da jetzt irgendwie schon irgendwie komisch zu werden oder so. Ja, was man, darf ich kurz einschreiten, weil er schon irgendwann gesagt hat, naja, wäre ganz cool, wenn jetzt mal so langsam jemand kommt. Ja, okay. Ja. Aber das meine ich auch gar nicht so richtig. Aber es ist grundsätzlich, also wir haben ja vorhin schon drüber gesprochen, ich mag seine Art, sich zu erklären, ich mag seine Art der Argumentation. Man hört vor allen Dingen sehr, sehr viel Gutes, wie er sich auch als ja quasi Nicht-Werder-Urgestein hier auch bewegt und wie er auf Leute zugeht, wenn Leute auf ihn zugehen. Und einfach ganz kurz gesagt, mir gefällt das, was der da macht und wie er mit der doch oft nicht so einfachen Situation aktuell umgeht, als totaler Newbie hier in an der Weser. Ja, cool, guter Punkt. Das ist ein guter Punkt. Das waren unsere Tops und Flops, jeweils 3. Schreibt echt mal in die Kommentare eure Tops und Flops. Würden mich sehr interessieren und im Zweifel denkt Lars immer das, was ich denke. Genau. So, nächster Gegner, Darmstadt 98. Und unseren Gast, den wir gleich virtuell, stimmt nicht, am grünen FaceTime-Telefon zugeschaltet haben. Das ist alles andere als virtuell. Anzuteasern, haben wir kleine Spielchen ausgedacht. Hast du Bock auf ein kleines Spielchen? Oh yeah! Kennst du Mayern? Ja. So ein altes Trinkspiel? Ja. So ein Relikt aus einer Zeit? Ja, nie gemacht, nie gemacht. So fancy Sachen gab wie Bierpong und so. Kenn ich gut, nie gemacht. Damals auf dem Dorf wurde halt gemeiert, ne? Ja. Kennst du die Regeln? Ungefähr. Die sind nicht sehr, sehr vielschichtig. Man muss irgendwie 21 führen, dann hat man einen Meier. Und dann darf man trinken oder muss trinken oder irgendwie so. Ich weiß nicht genau. Der eine darf, der andere muss. Wir kürzen das mal ab. Gib einen Jingle. Oh yes. Los geht's. Ein 4-1-4-1 oder ein 4-3-3 oder ein 3-6-1 oder ein 3-5-2. Ein 4-1-4-1 oder ein 4-3-3 oder ein 3-6-1 oder ein 3-5-2. Oder 21 oder Niemeyer. Ich schlag mal vor. Ja. Wir würfeln jetzt beide einmal jeweils und dann gucken wir mal, ob wir einen Meier haben oder eben Niemeyer. Tu es. So, das war schon mal Niemeyer. Oha. War nämlich keine 21. Du bitte auch noch einmal. Und dann ist. Ja. Niemeyer. Ja, haben wir beide Niemeyer. Können wir noch einen trinken? Jetzt sind die Gläser nicht aufgefüllt. Nee. Super Spiel. Klasse, ne? Mega. Damit ist aber auch klar, wer unser Gast ist. Peter Niemeyer. Und den rufen wir jetzt über das grüne Telefon an. Hat für den SV Darmstadt 98 gespielt in der ersten und zweiten Liga. Nächster Gegner des SV Werder Bremen. Kennt sich in der zweiten Liga aus, zweimal Zweitligameister mit Hertha BSC, Pokalsieger mit dem SV Werder Bremen. Also wenn der sich nicht mit Werder und der zweiten Liga auskennt. Ja. Wer denn dann? Also bitte, so, ich call den jetzt mal. Ja, call den mal ab. Wieder da, das grüne Telefon. 172. Soll den ja keiner anrufen. 1899. Und da ist er auch schon. Hi, moin, Peter Niemeyer, Manager beim SC Preußen Münster. Das habe ich eben noch gar nicht gesagt, aber das wollen wir nicht unter den Tisch fallen lassen. Grüß dich, Peter. Wie geht's? Also erstmal hallo nach Bremen. Mir geht's soweit gut. Wir haben gerade leider eine kleine Ergebniskrise, aber sonst privat geht es mir sehr gut. Wir wollen mit dir über den SV Werder Bremen sprechen. Das nächste Spiel gegen den SV Darmstadt 98 nach der Länderspielpause. Da bist du ja Experte. Ich fange mal so an. Wie läuft es denn bei Werder aus deiner Sicht? Also deswegen bin ich wahrscheinlich auch hier. Vielen Dank für die Einladung erst nochmal. Ne? Stabil sind sie mit ihren Leistungen oder nicht. Man muss natürlich auch sagen, dass vor allen Dingen der August noch ganz schön wild war. Jetzt versuchen sie gerade in die Spur zu kommen. Und natürlich, das letzte Ergebnis war gut. Hast du eine Erklärung dafür, warum die zweite Liga so eng ist? Und ja auch nicht irgendwie zum ersten Mal. Warum kann da jeder jeden schlagen? Ich glaube, in diesem Jahr ist es natürlich besonders, weil da halt
Vereine dabei sind, die da definitiv von ihrer ganzen Struktur nicht reingehören. Vereine dabei sind, die die zweite Liga aus dem FF kennen. Diese Diskrepanz bewirkt es, glaube ich, dass dort jeder jeden schlagen kann, weil einfach ganz verschiedene Voraussetzungen da sind. Jetzt spielt Werder als nächstes gegen Darmstadt 98 auswärts. Warum ist das Stadion am Böllenfalltor ein besonderes oder muss man das nur sagen, wenn man da mal gespielt hat und da spielt, ist es vielleicht dann doch einfach ein Stadion wie jedes andere? Also das Bölle zu meiner Zeit war definitiv was Besonderes. Auch ein Faustpfand, so meinten wir zumindest immer, zu haben. Warte mal, jetzt bist du weg. Hörst du mich? Musst du nochmal anfangen. Du hast eben jetzt ruft, Per an und Per Mertesacker ruft an jetzt. Ja, so. Jetzt bist du wieder da, ne? Ja, und du bist auch wieder da. Ja, liebe Grüße an Per später. Ja, macht ja nichts. Also zu meiner Zeit, als ich dort gespielt habe, war es definitiv noch was ganz, ganz Besonderes. Auch anders als alle anderen Stadien, vor allem in der ersten Liga, weil dort ja wirklich alles verrostet war. Das Wasser irgendwie aus den Händen getropft hat und sich da keiner umziehen wollte. Aber eine super Stimmung ist dort. Die Fans sind super dort. Und das multipliziert oder addiert mit den Fans von Werder, glaube ich, wird das eine geile Stimmung dort. Es ist schon was Besonderes. Bölle ist was Besonderes. Bölle ist cool. Bölle ist Kult. Sag mal, wohin führt denn aus deiner Sicht der Werder-Weg? Ist Werder in der Spur oder ich fahre mal ganz platt, steigt Werder wieder auf? Ich glaube, sie machen alles dafür, dass es schnell geht. Aufsteigen ist schwerer als drin zu bleiben, bin ich auch von überzeugt. Aber ich bin davon überzeugt, dass der Werder-Weg der richtige ist und dass der auf kurz oder lang wieder in der ersten Liga mündet. Ob das im ersten Jahr ist, das weiß ich nicht. Es scheint schwierig zu sein, weil man auch so mal sieht, ich meine, der Nachbar, der schafft es ja schon seit längerer Zeit nicht, Gott sei Dank vielleicht. Wir haben es mit Hertha zweimal geschafft, direkt wieder aufzusteigen. Da muss man auch mal wirklich sagen, dass es echt eine Leistung war, obwohl das früher ganz normal erschien. Hertha BSC gehört nicht in die zweite Liga, deswegen müssen wir sofort wieder aufsteigen. So war das Denken und dass das so geklappt hat, das zeigt ja jetzt auch, dass es doch nicht so selbstverständlich war. Daher bin ich davon überzeugt, wenn Werder weiter ruhig, das kennt man natürlich von Werder auch, weiter ruhig arbeitet, dass das ein Riesenfaktor ist zum Erfolg. Was ich von dir gerne noch wissen wollen würde oder wir, jetzt bist du nun selber in der Position des Sportchefs beim SC Preußen Münster. Frank Baumann hat für seine Transferpolitik, für abgelaufene Transferphasen, so wie es Klaus Fibri gesagt hat, in die Fresse bekommen. Mein Kollege Frank Baumann, und ich sage das so deutlich, hat in die Fresse bekommen. Hast du jetzt in deiner Position mehr Verständnis dafür, wie schwer dieser Job tatsächlich ist, während wir hier irgendwie mit einem Bier sitzen und das aus der Ferne locker flockig beurteilen können, hast du da ja sicherlich ganz andere Insights, was der Job tatsächlich mit sich bringt, was das bedeutet, diesen Job machen zu müssen, zu dürfen? Definitiv. Es ist, erstmal muss ich vorweg sagen, es ist ein Privileg, so einen Job ausüben zu dürfen. Für mich definitiv. Im Fußball zu bleiben zu dürfen, nachdem man da irgendwie seine Karriere als auf dem Rasen beendet hat. Nichtsdestotrotz muss ich sagen, dass ich vor allen Dingen jetzt einen ganz anderen Blick auf Dinge habe. Oft ist es sehr, sehr schwer, über andere zu urteilen, wenn man nicht in der Struktur ist, weil da passieren Dinge, die man von außen nicht so mitbekommt und wo man sich da fragt, also wie kann sowas passieren? Und trotzdem muss ich nochmal sagen, zu der letzten Transferperiode, ne, wenn man in dieser Phase, ne, in der aktuellen Situation mit der Pandemie über 30 Millionen Euro einsammeln muss aufgrund der Schieflage des Vereins und trotzdem jetzt, glaube ich, eine Mannschaft mit einem Gesicht zusammengestellt zu haben, die konkurrenzfähig ist. Ich weiß nicht, ob man das nicht schon als auch einen Erfolg sehen kann. Auch jetzt schon zu dieser jetzigen Situation. Kurz und knapp, wie stressig ist der Job? Schon sehr stressig, natürlich, weil man ganz, ganz viele Faktoren, die man nicht unbedingt immer beeinflussen kann, damit einspielen. Jetzt ist ja dieses 3-0, ist ja super. Dann können wir Länderspielpause machen und wir können positiv reden. Genau. Der Ball hätte auch nicht in den Innenpfosten reingehen können, sondern aus dem Außenpfosten rausgehen können.
du verlierst das Spiel und du hast wieder eine andere Meinung. Diese Faktoren, die kannst du ja, sind sehr schwer zu beeinflussen in deinem Job, ne? Und daher sind das schon Faktoren, die halt schwierig, die du trotzdem deinen Job beeinflussen und die du aber handeln musst. Okay, Wertschätzung von Peter Niemeyer auch für die Arbeit von Frank Baumann und, so habe ich es rausgehört, insgesamt für die schwierige Phase des SV Werder Bremen. Peter Niemeyer, vielen Dank für deine Zeit. Vielen Dank, dass du dabei warst. Gerne dann auch mal irgendwann hier live. So weit Bremen-Münster ist es dann ja eigentlich doch nicht. Und das kriegen wir dann bestimmt auch mal irgendwann hin. Lieben Dank. Liebe Grüße. Bleib gesund. Auf bald. Sehr gerne. Grüße nach Bremen. Alles Gute euch. Ciao. Tschüss. Danke. Ciao. Das war Peter Niemeyer. Haben wir es auch geklärt. Guter Typ. So. Wir müssen uns ein bisschen sputen. Ja. Ist nicht mehr genug absolut. Tape auf der Kamera. Was fehlt noch? User fragen Loser. Jingle ab. Ab. Überhaupt kein Forentyp oder sonstiges. Das ist für mich eine Scheinwelt in der Anonymität, die auch sehr grenzwertig ist. User fragen Loser. So, Picke, was hast du Feines vorbereitet? So, pass auf. Geht los. Glaubt ihr, Roger S. Ale, Frage. Ja. Glaubt ihr, S. Ale wird noch zur erhofften Verstärkung. Fragt Fuchsa 7. Sag mal, glaubst du, da kommt noch was? Oder muss. Wir zersägen ja jetzt hier keine Leute. Kann ja auch sein, dass du sagst, säge nicht und gut. Nein, good vibes only. Wird kommen. Da kommt noch was. Muss was gehen, ja. Da wird eh noch ein ganz großer Lauf kommen. Dann wird er einfach mitgezogen und wächst über sich hinaus. Und dann ist er der. Der ist schnell. Das muss erstmal rein. Ja, so. Hast du recht. Ich glaube es auch. Wichtig, Dante86. Ey, liebe Grüße. Die Corinther hat sich gemeldet. Auch er hat sich sehr gefreut, dass er bei uns aufgetaucht ist. Ja, jetzt kennen wir uns. Ja, schon in der Bibel stand geschrieben, Paulus schrieb an die Korinther, wer nicht mitkommt, der bleibt hinter. So, also wenn der SVW am Ende oben steht, ist scheißegal, ob wir das Derby verloren haben, am Ende kackt die Ente. Dante Korinther 86, wie er bei mir heißt, warum fordern immer noch so viele Fans, dass Pavlenka zurück ins Tor muss? Wäre mal eine Diskussion wert, sagt er. Ah, da haben wir es, ne? Da haben wir es. Ich versuche mal in aller Kürze. Ja. Ich würde auch Jiří Pavlenka gerne mal wieder am Tor sehen, aber es gibt ja aktuell überhaupt keinen Grund, Zetterer wieder rauszunehmen. Pavlenka will jetzt offenbar nicht mehr verlängern, ist ja auch verständlich, ist für ihn echt scheiße gelaufen. Gerade ganz frisch. ist ohnehin unglücklich gelaufen, das Ganze. Ich würde ihn auch gerne nochmal wieder sehen, aber ich glaube, das wird nichts. Und insofern muss man die Diskussion eigentlich nicht aufmachen, weil mit welchem Argument willst du jetzt den Torhüter rausnehmen? Also jetzt würde ich auch sagen, wenn wir hier vor 2 oder 4 Wochen gesessen hätten, alles möglich, aber jetzt gerade wäre auch der Moment, wo ich sagen würde, zieh durch. Also ja. Ich, wie gesagt, das Zetterer-Experiment für mich, hast du ja schon geht gesagt. Das vielleicht gerade auf. So, aha. Pass auf. Heute ganz kurze Runde. Letzte, Philipp SVW. Sollte Dingchi sich mehr trauen bei Abschlusssituationen? Nee, sollte... Das ist ja, Leute, das ist ja wirklich, also hier wird teilweise ja was zusammengehackt. Ich versuche das jetzt nochmal zu entziffern. Ja. Leute, sollte Dingchi sich mehr trauen bei Abschlusssituationen? Ist Rapp nicht eigentlich auf der 6 unverzichtbar und muss dauerhaft spielen? Was meint ihr zu Zetti? Das sind einfach zu viele Fragen, Leute. Also pass auf, sollte Dingchi sich mehr trauen? Ja. Was meinst du? Ja. Kurz abgehandelt, ja, genau, richtig. So, ist Rapp nicht eigentlich auf der 6 unverzichtbar? Also ich würde es auch gerne mal sehen, wenn Rapp auf der 6 spielt. Würde ich mir gerne mal anschauen. Gruev macht das ja ganz ordentlich, aber auf der vermeintlich wichtigsten Position im internationalen Fußball würde ich mir gerne mal Rapp anschauen wollen. Ja. Siehst du ähnlich? Super, bin ich völlig dabei. Ja. Letztes Ding, nochmal ja. Fuchsa 7, keine Frage, sondern nur ein Zusatz, der mir gerade noch aufgefallen ist. Weiter so, euer Podcast ist teilweise quasi schon Bundesliga-reif. Quasi schon? Ja. Ja. Ist mehr, als ich bis jetzt sonst irgendwie so gehört habe. Also, finde ich auch. Vielen Dank. Tipptopp. Ja, machen ja. Wir so weiter. Das war's schon. Das war's. Hast du noch irgendwie, ich glaube, wir haben noch, 2 Minuten haben wir noch. Hast du noch eine oder was? Ja, ich weiß nicht so richtig, dass. Bargfrede, gar nichts zu Bargfrede. Nee, zu Bargfrede nichts. Stell du dich mir doch die Frage. Wollen wir noch kurz ja, noch zu Bargfrede sagen? Bargfrede hat offenbar keinen Bock mehr, der Notnagel zu sein. Ja. Hat dem Trainer Anfang einen Korb gegeben, hat gesagt, nee, ich will nicht mehr. Gab wohl eine offizielle Anfrage. Sollte mal mitmischen, sich mal System und hatten wir auch schon, mal alles anschauen, wie es beim SV Werder 2021 so läuft. Bargi hat gesagt, nee, will ich nicht. Nee, will sich auf seine Dinge konzentrieren. King Bargfrede macht sein U23-Ding, Spielertrainer. Und dafür drücken wir in die Daumen. Ja, hätte ich gerne noch mal gesehen, wo wir gerade eben das Thema 6 hatten. Ja.
So, sind wir durch? Wollen wir abmoderieren? Das war es tatsächlich aus den, glaube ich, Hallen unseres strategischen Partners. Florian Wellmann Immobilien, genau. Insofern erstmal alles pretty well, man. Aktuell warten wir mal ab, was dann als nächstes gegen Darmstadt aus der Achterbahn geht. Von oben. Richtig. Lasst doch wie immer auf allen Kanälen, Podcatchern, Spotify, Deezer, YouTube, Apple Podcast, dies, das, ausschließlich 5-Sterne-Bewertung da. Ja. Freuen wir uns drüber. Alles andere wird gelöscht. So sieht's insofern mal aus. Bleiben wir uns da treu. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen. Ja. Tschüss. Vielen Dank auch für deine Zeit, Lars. Sehr gerne. Immer gerne. Dabei immer warst, gerne. Lassito. Ja, macht's gut, ne? Bleib gesund. Tschüss. Tschüss. Grüner wird's nicht. Das war's für heute. Und jetzt lassen wir wieder die Experten ans Ruder. Bis zum nächsten Mal bei Hashtag Deichfumms, dem Podcast der Deichstube.